Hallo und willkommen zurück bei Harry Potter Jahr 6. Ja, dann schauen wir mal, was es heute Schönes gibt. Wir sind gespannt. Ich bin gespannt, nachdem wir ja jetzt wieder in Hogwarts sind und Malfoys Plan nicht erfolgreich war, uns hier auszuschließen. Irgendwas brauche ich ja. Können wir es aufschließen? Nein. Hier können wir uns teleporten, aber das kann doch nur. Ah nein! Moment, Quatsch. Ja, ich habe gedacht, das wäre so der der Teleporter von Dumbledore. Oder besser gesagt, auf gut Deutsch apparieren heißt es ja. Ist ja kein Teleport. Eigentlich schon, aber. Hör auf zu heulen, Alter. Hallo? Hi. Aha. Ah, Mann, frei. Guter Mann. Was haben wir bekommen? Haben wir jetzt hier. Ah, ein goldener Schein. Sieh an. Hier bekommt man auf jeden Fall schneller die goldenen Steine, finde ich, wie in den vorherigen Levels. Also Level 1 bis 4, glaube ich, war es. Oh ja. Ein bisschen Prügelei schadet nie. So, jetzt müssen wir den Liebestrank brauen. Ah nein, das Glücksserum. Flüssiges Glück, sowas. Aha. Ich hab dich gesehen. So. Wir gehen natürlich erstmal alles einsammeln. Bauen Minz. Wo ist Hermine, wenn man sie braucht? Nicht da. Das ist natürlich wieder klasse. Ah, nein. Ist ja Parselsprache. Das können wir ja machen. Einwandfrei. Oh, eine Schlange. Wahnsinn, wer hätte das gedacht? Ron ist einfach ein Eis. Oh, ich hasse den Kerl. Aber nicht so sehr wie Umbridge. Ich glaube, das schafft keiner. Oh, noch ein goldener Stein. Ich weiß auch nicht, die liegen hier irgendwie immer rum. Für mich total unerklärlich. Wer hat denn hier den Busch dabei? So, hallo. Oh. Verflixt, ich glaube, das hier war scheiße. Dies war scheiße, Dreck. Ah doch, es geht, oder? Gott sei Dank. Vielen Dank. Ich habe gerade schon gedacht, wir hätten es verkackt. Was ist das denn Schönes? Ah, die Brille, die brauchen wir auch noch. So, haben wir hier sonst noch. Aha. Alles, wo wir irgendwie Minzgeld kriegen können, müssen wir natürlich machen. Aber hier gibt es irgendwie nicht viel. Naja, was ist das? Ah, das ist die Brille, gell? Jawohl. So.
basteln wir hier erstmal wieder ein bisschen rum. So, was ist das? Ah, ein Tresor, okay. Was bekommen wir denn jetzt? Ah, die Pflanze, okay. So, dann haben wir jetzt eigentlich alle Zutaten soweit erhalten. Das war's, Trank der lebenden Toten. Jetzt haben wir heute schon 3 goldene Steine oder 4 bekommen. Nicht schlecht. Oh. Eine Fiole flüssiges Glück. Ui. Ron hat eine Freundin. So, wo geht's jetzt hin? Ach, schauen wir mal. Überall ist am Brodeln. Hallo. Wirklich brauche ich jetzt so eine Brille. Euer Ernst. Aber Moment, das hier können wir ja auch noch machen. Oh, wir haben wieder einen Schüler gerettet. Geile Geschichte. Nennt man wohl Rolltreppe. Einwandfrei. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja. Ah, ne. Okay. Wir waren nicht weit genug weg. Ich habe gerade gedacht, was ist denn jetzt los? Oh, da ist noch ein Schüler. Und noch ein goldener Stein. Wer ist das? Malfoy? Bitte Malfoy. Ne, Zacharias Smith. Kenne ich nicht. Vielleicht sollte man mal von ihm gehört haben, aber mir sagt er jetzt spontan nichts. Hallo. Ich möchte gerne hinauf. So, Mr. Weasley. Dok. Ja, heute doch mal ein bisschen abwechslungsreich hier unterwegs. Hier ist nichts. Das wundert mich. Ich hätte jetzt eigentlich eher drauf getippt, dass hier ein geheimer Eingang ist. Harry? Wirklich Harry? Aha. Warum nicht gleich so, mein Freund? Der ist Dumbledore. Müssen wir zu Dumbledore? Ah, Moment. Was ist das? Was brauchen wir? Eine Birne? Nein, Hermine! Das Denkarium. So, dann schauen wir mal, was uns hier in diesem Gläschen erwartet. Ah ja, jetzt sehen wir, wie Dumbledore, ihr wisst schon, wen kennengelernt hat.
Oh, wir dürfen sogar als Dumbledore durch die Gegend laufen. Welch eine Ehre. Ist natürlich wieder mal kein Level wie auch sonst. Und man trotzdem alles kaputt. Wie auch sonst. Braun Minz. Bumballer. Weißt du, erst machen wir es kaputt und dann machen wir es wieder ganz. Das ist mal Logik. Aber aus dem, wenn man hier so diese Anlage anschaut, wäre ich wahrscheinlich auch ein dunkler Lord geworden. Ja. Haben Sie einen Schlüssel? Ah, okay. Da ist doch jemand am Naschen. Ich höre es ganz genau. Ah. Sind das die Kinder oder die Wachen? Das ist eine gute Frage. Hallo, was ist denn jetzt? Ja, die Aufzugtür sollte vielleicht auch mal repariert werden. Sollte man mal vielleicht drüber nachdenken. Ah, ich hab's doch gewusst. Ein goldener, ein blauer Stein. Oh, der arme Sessel. Aber wir können ihn ja wieder flicken. Und krieg kein Minzgeld dafür, Beschäß. Madame. Jetzt haben wir es kaputt verbessert. Oder wir haben es sogar tatsächlich repariert, aber dafür läuft hier unten die Brühe raus. Wie ist sie nur hier rausgekommen, ne? Das ist eine gute Frage. Ah, es scheint aber der Wachdienst zu sein, oder? Sind das wirklich Kinder? Da gehen, glaube ich, die Meinungen auseinander. Oder wahrscheinlich sind es Kinder und ich interpretiere hier nur wieder viel zu viel rein. So, nun. Aha. Ist jetzt hier zwar nicht so spannend, aber... Naja, okay. Ja, Dumbledore, du bist ein... Ah, okay. Entschuldigung. Ich wollte gerade schon sagen, Dumbledore ist ein richtiges Genie. Wir machen echt alles kaputt. Oh, Minz, 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 Minz. Geld, 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 Geld. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass man den Zauber nicht vor Muggeln ausführen darf oder zeigen darf. Ich gehe wohl kaum davon aus, dass die Leitung des Kinderheims weiß, dass es Zauberer gibt, oder? Das wäre jetzt eine interessante Frage. Ui, ui. Weil dann ergibt nämlich dieses Level gar keinen Sinn. Im Endeffekt, wisst ihr, was ich meine? Boah, jawohl. Oh, hier ist noch ein Stein. Aha.
Natürlich auch noch eine Bank. Da ist er ja, unser Freund. Ja, bei der hässlichen Fratze hätte man es sich echt denken können. Aber wir machen hier Dumbledore mal keinen Vorwurf. Was ist denn jetzt? Ah ja. Professor Slughorn müssen wir jetzt hin. Aber ich stehe Mosan. Es reicht für heute. Und in der nächsten Folge schauen wir dann mal, welche düsteren Geheimnisse der Professor hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.